Was für eine schlechte Einleitung. Aber ihr dürft mich heute nicht so für voll nehmen. Ich habe heute den größten Schatten aller Zeiten. Und Chiro hat jetzt oder bekommt jetzt einen neuen Namen. Und zwar gab es viele tolle und irgendwie habt ihr mich dann dazu inspiriert, dass ich die kleine Maus gerne Dana nennen möchte. Und dann haben wir jetzt Dana und Furano und es ist nicht so schön. Oh, toll. Mega. Hast du nicht den Staubsauger? Geh doch mal staubsaugen. Weck sie mal alle auf. Ich würde zwar eigentlich ins Bett gehen, aber wir können ja auch mal aufstehen, ne? Ja, du musst staubsaugen. Du hast den Staubsauger, also bist du Mr. Staubsaugerkönig. Dana ist auch gerade wach und ich hoffe so sehr, dass es kleine süße Hundebabys gibt. Nein, also wie gesagt, ihr dürft mich jetzt gerade nicht für voll nehmen. Irgendwas war in meinem Kaffee drin, ich habe keine Ahnung was, aber irgendwas war da drin. Auf jeden Fall haben wir gerade Samstag 19:51 Uhr. Ja, also ich wäre wahrscheinlich schon längst aufgestanden. Och nein, die arme Maus, ja, zu fürchterliche Angst. No way! Ja, auf jeden Fall kannst du dann hier nochmal Reste nehmen, dann kannst du das Ganze nochmal auffüllen. Du müsstest doch eigentlich Zeitplan festlegen, alle 12 Stunden. Wie wäre es mit alle 6 Stunden? Finde ich gut. Füll doch mal auf. Ich hoffe, du bringst dann auch gleich nochmal ein bisschen was zu essen da rein. Oh. Guck mal, Furano eilt dir doch schon zur Hilfe. Mach mal ausschalten. So. Dann braucht die kleine Mausi auch nicht mehr so viel Angst haben. Zauberhaft, ne? Guck mal, Furano eilt zur Hilfe. Neues Let's Play, ne? Die Doggy-Woggies von nebenan. Ach, ist das herrlich. Ja, vielleicht möchtet ihr ja oder ihr möchtet nicht. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall Malen pennt. Pennt des Gerechtens. Ich würde auch heute vorschlagen, dass wir endlich. Wir müssen noch 4 Lieder schreiben. Das heißt, ich muss da heute noch mal ran. Lied singen, Lied spielen, Lied schreiben. Was nehmen wir denn? Wir nehmen mal einen Rhythmus dafür. Dann hat Marlon auf jeden Fall jede Menge Zeit. Keine Ahnung, wie es am Ende klingen wird. Aber das finden wir auf jeden Fall noch heraus. Du könntest doch Furano einfach nochmal bitten, freundlich, zur Paarung ermutigen mit Dana. Ja, und dann hoffe ich, dass hier endlich mal was zu essen rauskommt. Möchtest du ein bisschen Techtelmechtel buschen? Komm, geh doch mal ein bisschen Techtelmechtel buschen. Sehr gut. So, dann füll doch mal jetzt aber per Hand die Schüssel, weil irgendwie will das nicht so wirklich. Und die Verpaarung hat gestartet. Ach, ist das herrlich. Ach, ist das herrlich. Ja, das darfst du jetzt alles noch tun und dann würde ich vorschlagen, darfst du auch ins Bettchen gehen. Malen ist immer nachts echt am produktivsten. Ich bin sehr gespannt, wie das Lied am Ende klingen wird. Das werden wir auf jeden Fall in dieser Folge noch herausfinden. Aber Leute, es klingt schon mal nicht hässlich. Ich bin sehr gespannt, was es am Ende werden wird. Hast du jetzt was zu essen gefunden? Nein, noch nicht. Er ist noch am Saugen. Aber versprochen, er füllt es gleich auf. Bitte saugen Sie jetzt. Saugen Sie jetzt auf diesem Fußboden. Denn wir wollen den ganzen Spaß doch jetzt noch auffüllen. So, dann kannst du hier noch einmal aufräumen. Dann gehst du noch schnell auf Klo und duschen. Und dann darfst du auch endlich ins wohlverdiente Bett um 22 Uhr später. Wahrscheinlich 23 Uhr. Wir spulen hier schon mal ein bisschen vor, dann dauert es bei Mane nämlich auch gleich nicht mehr so lange. Was ja auch ziemlich gut ist. Und irgendwie habe ich jetzt in den Kommentaren das noch nicht so ganz jetzt rauslesen können. Oder ich war zu blöd, die Kommentare zu lesen. Wahrscheinlich wohl eher Letzteres. Ich würde jetzt vorschlagen, weil Marlin ja so viel Geld verdient und mittlerweile auch 76.000 hat. Also A, könnten wir jetzt ja endlich die letzten 40.000 Simoleons bezahlen. Finde ich. Malen hat auch nicht mehr ganz so lange. Noch 29 Tage ist er jetzt Teenager.
Und ich überspringe ja auch immer die Woche dann nachher. Aber damit wir vielleicht ein bisschen mehr jetzt nochmal von, ach, die beiden, ne? Noch ein bisschen mehr von unserem süßen Malen haben, würde ich vorschlagen, dass wir mit ihm seinen Job kündigen, dass er nur noch zur Schule gehen muss. Job suchen, Job kündigen. Ich finde, das könnte Marlen nämlich nochmal tun. Jetzt hat Marlen ein bisschen Hunger. Das heißt, du wirst jetzt als erstes duschen gehen. Dann kannst du direkt nochmal aufs Klöchen gehen. Und dann darfst du dir hier nochmal Reste nehmen. Und dann, ja, Oberschule brauchst du nicht kündigen. Und dann kannst du dein Lied nochmal weiter komponieren und schreiben. Genau, das kannst du nämlich nochmal tun. Dann können wir nämlich nochmal am Briefkasten gucken, was die Songs jetzt bringen. Nee, ich kann noch weder was lizenzieren. Ja gut, dann ist dem so, ne? So. Hausaufgaben hast du auf jeden Fall fertig. Und wir haben schon wieder Fotos für die Fotowand, ne? Was haben wir denn hier für Fotos für die Fotowand? Guck mal hier die beiden. Ach, guck mal, das kann ja eigentlich da bleiben. Ist das jetzt immer dasselbe? Ja, ist immer dasselbe. Dann können wir das nämlich alles gleich nochmal an den Herausgeber verkaufen. Nein, jetzt brauche ich erstmal ein bisschen Platz. Bitte baden Sie jetzt. Lassen Sie sich voll Wasser saugen. Schäumen Sie sich ein bisschen auf. Spielen Sie ein bisschen herum. Und kommen Sie aus dem Planschi-Bad. Quietscheentchen nur mit dir. Oh, Feierbilly, du hast heute Morgen den Schatten des Jahrhunderts, ehrlich. So, auf jeden Fall, ja. Marlen macht hier jetzt noch ein bisschen, ne? Was ihr wisst ja, ne? Was keine Miete bezahlt hat, muss raus. Die beiden verstehen sich blendend. Das war die beste Entscheidung, die zu nehmen. Und Furano blüht auch richtig, richtig schön auf. Wir schicken die beiden jetzt mal eben ein bisschen Gassi. Dann können die sich auch noch mal ein bisschen weiter kennenlernen. Also viel Spaß dabei. Und dann können wir das eventuell nämlich noch mal mit der Paarung versuchen. Nein, du sollst doch erst aufessen, Malen. Nein, erst essen. Buntbarsch essen. Iss deinen Buntbarsch. Den werde ich nie wieder in Sims 4 kochen. Das war also das letzte Mal. Also genieße ihn. Dujo haben aufgegessen. Yes. So, und oh Gott. Ja gut, dann wirst du natürlich jetzt noch mal drei Kraftnickerchen machen. Die Nacht eilt herbei. Klingelingeling, klingelingeling, hier kommt der Singemann. Ach, Feierbelly, lass es einfach. Leute, das wird heute nicht mehr besser, sage ich euch. Das wird heute nicht mehr besser. Das könnte noch lustig heute Abend im Stream werden. So, auf jeden Fall. Ich habe doch gesagt, weiterschreiben, ne? Ja, perfekt. Guck mal, du bist was am Trinken. Da ist wieder was zu essen drin. Eben war das alles noch leer. Hervorragend. Meine Güte, da hat aber jemand Durst. So, du möchtest eigentlich gerne spielen. Du bist aufgestanden. Dann bitte doch jetzt nochmal Furano, sofern das geht. Ne, weil wir wollen ja noch zauberhaften Nachwuchs eigentlich in dieser Folge haben. Also frag ihn am besten jetzt nochmal. So, und dann darfst du das Ganze natürlich auch nochmal aufräumen. Dir geht es ja soweit ganz gut auf dem Sonntag. Oder auch nicht. Oder auch keine Ahnung. Auf jeden Fall kannst du dann nochmal das Trinken auffüllen. So, und dann wollen wir doch mal Lucky Lucky machen. Also Rechnung und sowas ist ja auch alles nicht gekommen. Es ist mitten in der Nacht, aber du hast jetzt, glaube ich, das Bedürfnis, mal der Eve eine energiegeladene SMS zu schicken. Das kannst du ja machen tun. Und ja, Marlen hat schon die Hälfte jetzt voll. Das könnte spannend werden. Denn heute auf jeden Fall soll er sich jetzt mal wieder mit Aria treffen. Das ist so auf meinem großen Zeitplan. Sonntag ist halt einfach mal Ruhetag, ne? So. Auch wenn die User immer nur sehen, was du vor der Mattscheibe tust, dahinter ist auch noch eine Menge zu tun. Ne? Zwei Haustierchen, Haushalt und es sind Hündchen unterwegs. Leute, sie kriegt Babys. Sie kriegt Babys. Unsere Dana kriegt Babys. Ach, Dana, ist das schön. So. Also. Wie sieht es hier aus? Fast fertig. Wir müssen ja nur noch vier Stück schreiben. Du bist. Oh, Tetris.
Obwohl das so ein Mischmasch aus Tetris und Candy Crush ist, oder? Oh, da ist er Game Over gegangen. Ich muss jetzt noch leider auf 8 Uhr irgendwie warten. Ha, wir könnten jetzt schon wieder eigentlich was einrichten, und zwar das Zimmer. Aber das möchte ich mir, ne, für was anderes offen halten. Also so Art der Gedanke. Hier könnten noch ein paar Blümchen hin. Wir könnten jetzt hier draußen. Ach so, Naturpool wurde sich ja auch noch gewünscht. Genau, das Erste, was wir jetzt aber machen, das Haus abbezahlen. Money. Wir ziehen jetzt komplette 40.000 ab. So, und da ich da bestimmt auch wieder wegen irgendwas gestudert habe, ziehen wir vielleicht ein bisschen mehr ab. 42.000. Dann wäre ich bei 34.301. So. Tada! Dieses Haus inklusive Grundstück ist also jetzt unser. Und wir werden natürlich erst hier wegziehen und ausziehen, weil, ne, das gibt ja auch für uns nochmal sozusagen ein bisschen mehr Geld. Wenn das hier fertig gebaut ist. Aber wir haben ja immer noch Geld für einen kleinen süßen Naturpool. Obwohl, ah, ja, klein und süß trifft es wirklich. Groß wird der nicht. Aber okay, es wurde sich ein Pool gewünscht, also kommen wir dem Ganzen doch mal ein bisschen nach. Und ich würde auch sagen, das reicht doch. Klar, gut, mein Gott, ja, wir könnten hier jetzt noch ein bisschen rübergehen. Na, aber er braucht ja auch hier noch so ein paar andere Ecken. Muss ja nicht immer riesig sein, ne, Leute? Muss ja nicht immer riesig sein. Dann bepflanzen wir den ganzen Spaß auch nochmal ein und ich wünsche euch jetzt einmal schon mal wieder viel Spaß mit diesem Speedbuild. Oh, und ich hoffe, diese kleine schöne Ecke gefällt euch auch. Ach so, habe ich ja total vergessen. Nein, war natürlich totales Können und so. Ich habe extra auf den Moment gewartet, dass wir hier nochmal so schön schöne. Ach, guck mal, das fällt aber auch. Guck mal. So, auf jeden Fall nehmen wir mal hier. Genau, das wollte ich gerne haben. Na, soll ja auch schön dunkel werden hier, dieses schöne Naturbad. Und dann kannst du unten nochmal schön das legen. So, und jetzt brauchen wir aber nochmal ein bisschen Poolrand. Ist das das hier? Nee. Dann ist das doch hier. So. Ist das Brunnen? Hat auch mal was mit Blau, ne? Wir nehmen jetzt einfach mal so ein bisschen hier passend zu den Steinen, ne? Naja, wir nehmen jetzt auf jeden Fall mal diesen kleinen, die passen ganz gut zu den Steinchen. Und dann holen wir uns jetzt natürlich nur noch so ein, ne? Wie heißt denn das da? Hier so ein
Genau, raus, reinsteige, Ding, wie auch immer. Da schwebst du überall. Nein, wieso schwebst du denn? Hallo? Ja! Tada! So, dann haben wir hier nämlich schon mal ein bisschen Platz drin, passt, wackelt und hat Luft. Und jetzt ist die Frage, wollen wir hier eine Bar hinstellen oder wollen wir hier so eine Feuerstelle hinsetzen? Das dürft ihr euch natürlich aussuchen. Und ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt, weil wir haben jetzt ja noch die Terrasse vor uns. Hier haben wir noch ein bisschen was vor uns. Der Flur unten will noch gemacht werden und hier oben das Zimmer will noch gemacht werden. Und ich würde jetzt das Taschengeld dafür nehmen, für Marles nächstes Grundstück, sozusagen. Weil dann nehmen wir auch nur das Geld mit, was er dann bis dato auch als Taschengeld hat. Und ja, ich denke, das ist doch schon mal eine passende Situation und Option. Und jetzt hören wir mal rein, wie es klingt. Nicht schlecht, Herr Specht. Ich bin mal gespannt, wie es nachher auch klingt, wenn es dann mal fertig ist. Ah, und mit dem Date. Das könnte sogar noch was werden, aber dann sogar vielleicht sogar in der nächsten Folge, weil wir wollen ja auch nicht zu lang werden, ne? Ich finde, 20 Minuten ist immer eine gute Länge. So 20, 22, 18. So zwischen 18 und 22 Minuten ist für mich persönlich immer eine gute Länge von Videos. Kommt mir mal drauf an, wie viel ich auch zu tun habe. Manchmal genieße ich auch mal Viertelstunden-Videos, aber so 20 Minuten, gerade wenn die Folgen nur einmal die Woche kommen, finde ich, sollten das auch hergeben, ne? So, Marlin, wie sieht's denn jetzt mal aus hier? Klingelingeling. Es ist fertig. Baby Girl nenne ich das jetzt für unseren Hunimuni. Das ist der Song für unseren Hunimuni. Gucken wir mal. Jetzt hören wir uns das ganze Lied spielen. Geschrieben. Pause. Und Leute, jetzt wird's interessant. Wie klingt Baby Girl? Also ich finde das Lied sehr, sehr rätselhaft spookig. Und das kann ja jetzt nicht mehr lange dauern hier mit unseren Babys. Aber ich glaube, die werden erst in der nächsten Folge geboren. Zack, hier, 5.498. Marlin, das ist Fantastico. So, du brauchst jetzt nicht gefühlvoll spielen. Du könntest jetzt einfach mal na, zwei, dreimal da anrufen. Ihr seid ja auch guter Dinge. Ja, und ich würde vorschlagen, ihr zwei Hübschen werdet mal nach Del Sol Valley gehen und euch da mal die Grundstücke angucken. Theoretisch. Wir tun jetzt mal so, als sind die beiden mit dabei. So, und die Frage ist jetzt aller Fragen, welches dieser wunderschönen Grundstücke wollen wir denn nehmen? Also ich meine mal, das kann ich nicht nehmen, ne? Da wohnt ja, ne? Ich kann jetzt nicht so lange dahin zeigen. Da wohnt ja der Regisseur. Aber ich finde, da wo die Delgatos wohnen, das Grundstück, glaube ich, ganz cool. So, ist nur die Frage, ob ihr sagt, ob er sich das leisten kann. Also wir werden natürlich das Grundstück jetzt leer machen.
Wir werden es jetzt planieren, weil es ist ja einfach nur ein Grundstück, auf dem nichts draufsteht. So, ich meine, ich finde das so toll hier, ne? Mit dem am Ende und so. Guckt euch mal diese Aussicht an. Es ist super, super, super schön. I love it. Oder sagt ihr, weil er gerade noch nicht so viel Geld hat, soll er erstmal hier unten hinziehen? Dass ihr dann erstmal hier unten hinziehen. Ich meine, ich glaube, Bora hat hier ja mit ihren Carindales gewohnt. Also vielleicht wäre auch ein gegenüberliegendes Grundstück nicht schlecht. Oder das hier an der Seite. Dass ihr das nehmt. Also die ja Roras Carindales kennen, wissen ja aus den ersten Staffeln noch, dass sie hier gewohnt haben. Das ist ja jetzt aber auch nicht schlimm, denke ich. Wenn wir sonst notfalls hier auch wohnen. Ihr dürft mir jetzt erstmal, wie gesagt, in die Kommis schreiben, was ihr davon haltet. Ob wir hier unten oder schon gleich nach da oben ziehen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und dann schauen wir mal, wie das Date zwischen den beiden nächste Woche verläuft. Ich wünsche euch jetzt noch ein schönes Wochenende. Passt schön auf euch auf, bleibt gesund und feier im Herzen.